Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ori 2. Und ja, wir haben uns noch eine Karte geholt bei diesem guten Lupo hier. Haben ein paar mehr Fähigkeiten bekommen und können jetzt endlich loslegen. Beziehungsweise versuchen zu Quoloks Tal zu kommen. Ich glaube, wir haben jetzt alle Sachen, die wir brauchen, um da auch zu landen. Deswegen, lass uns da mal hineiern. So, gucken wir noch auf die Karte, mal kurz gucken. Die Karte steht... Guck mal, wir müssen auf jeden Fall da hoch. Welchen Weg wir da nehmen können, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen den zweiten Weg hochnehmen, ne? Wie es aussieht. Och, diese Dinger sind blöde. Echt blöde. Oh. Ich krieg die gar nicht gekillt. Was ist denn hier los? Alter! Und jetzt schön ins Wasser noch. Boah, alles ist denn da los? Weg von diesen Viechern. Oh. Nein! Was ist denn da los mit mir heute? Ey, wie oft bin ich jetzt gerade... Danke. Oh Mann, Alter. Willst du mich verarschen? Ich bin abgeschossen, ich hoffe, drin. So, ich muss wieder mal. Ach, guck mal. Schau mal, Energiezelle. Brauchen wir noch ein paar mehr, damit wir. So, ne? Aber soll ich hier hoch? Ja, soll ich hoch, okay. Soll ich hier hoch? Es geht doch da oben weiter, oder bin ich verkehrt? Ich glaube, das ist schon richtig. Hier ist auch ein bisschen verkehrt, oder? Ne? Okay, warte mal. Wir müssen da irgendwie hinkommen, weil... Das ist doch der Weg dahin, aber ich komme da nicht rein. Nun gut. Wieso kommen wir da nicht rein? Ist die gute Frage, ne? Ach so, klar. Jetzt weiß ich wieder. Warum ich gerade eben so geärgert hatte darüber. Das ist ja hier dieser fantastische... Oh. Okay. Da müssen wir jetzt ja reinkommen, wenn wir hier schön Anlauf nehmen. Echt, geht nicht, wa? Da, so. Jetzt schießen wir ins Auge. So.
Hat ja auch gedauert, ne? Können wir wieder speichern. Was ja auch ganz nützlich sein kann. Oh nein. Und speichern. Drücke X, um Gesundheit voll machen. Speichern. Und Y, wenn wir irgendwo, jetzt können wir natürlich irgendwo hinterlebendieren, aber das können wir natürlich noch nicht, weil wir da noch nicht gewesen sind. Hier geht's jedenfalls jetzt weiter. Das ist schon mal gut. Oh, Boss. Okay, der ist ein bisschen größer als mein Käfer. Der ist eigentlich nicht. Ach, so dumme Gelegenheitsfehler, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das ist auch nicht super taktisch gespielt. Schwierig war der wirklich nicht, muss ich zugeben. Aber man ist ein bisschen, man ab und zu ist man ein bisschen gierig, ne? Man will das schnell schaffen. Man muss sich schon mal Zeit lassen. Achso, da, warte mal. Erstmal hier links, oder was?
Nee, warte mal. Ja, man kann hier irgendwas bekommen. Aber ich kann mich da nicht festhalten. Okay, das kann ich noch nicht. Da brauche ich noch eine Fähigkeit für, behaupte ich mal. Ärgerlich. Wenn ich es jetzt schon könnte. Nein, alles gut. Ja, hab ja gedacht, wer es kaputt macht. Okay, da sind wir schon natürlich schnell durch, ne? Okay, bringt mir gar nichts her. Oder diese eklige Schleimschnecke. Oh, da kommt die Fähigkeit, die ich brauche, pass auf. Weiß ich schon. Die ganzen Lampen hängen da nicht umsonst, da kann ich dann rumschwingen. Hochziehen wahrscheinlich, ne? Los, angerufen kann ich, du hast eine neue Figur. Ah, doch, bei Laternenprojekt. Genau, das. Dann kannst du mich durch die Gegend schleudern. Mal gucken. Perfekt. Was ist das? Okay. Weißt du, wie dumm jetzt gerade? Warte mal. Oh Mann. Das muss ich aber erstmal jetzt wieder beherrschen hier, du. Okay, also. Da. Ich muss in die Richtung schießen, warte. Ach, warte, muss kurz mal aufladen. Das ist immer blöd, man muss es in die andere Richtung machen, ne? Da geht die Tür auf. Endlich. Bis jetzt musste ich noch nicht mich verfluchen beim Spiel. Aber ihr kennt das. Man hat es ab und zu, dann verflucht man etwas. Und das wird bei diesem Spiel noch passieren. Nicht unbedingt jetzt, aber... Fragment einer Lebenszelle, okay, aber noch nicht mehr, aber schon mal ein bisschen was. Wir müssen hier längs. Was ist der denn? Alter, wir haben Feuer schicken. So. Hi-o-pai. Irgendwie nachher fehle ich nach irgendwas Größerem aus hier. Man weiß es nicht. Spaltung, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Schüsse mit dem Geist werden in kleinere Geschosse auf den Drücke zum Anlegen. B. Okay, aber da können wir natürlich das Ding wegnehmen. Denn
Eine zusätzliche Energiezelle ist zwar gut, aber jetzt nicht unbedingt super wichtig. Könnte man auch da reinsetzen, oder? Ja. Ja, guck mal, das ist perfekt. Aber jetzt müssen wir noch irgendwo anders hin, ne? Aber wo müssen wir jetzt hin? Den Boden hier kaputt machen? Nee, ne? Was geht hier irgendwo weiter runter? Da oben geht's weiter, oder bin ich verkehrt? Da können wir wahrscheinlich jetzt erst längs. Konnten wir vorher nicht? Okay. Achso, warte. Okay, warte. Nehmen wir. Oh, war dumm. Okay, das war gut. Aber da müssen wir auch irgendwie hin, warte mal. Oh nein. Boah, das ist aber ein schwieriger Sprung, oder? Ah nee, ist gar nicht schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen muss, warte. Energiezelle gerade eben weggenommen, jetzt haben wir schon wieder eine neue bekommen. Perfekt, oder nicht? Ach. Kurz welchen Weg wir? Sind wir in die andere Richtung, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich hier durch und dann da hoch, ne? Warte mal. Da war ich doch gerade, bin ich verkehrt. Muss mal reinzoomen da. Ah, da gibt es noch einen Weg nach unten längs. Den müssen wir, glaube ich, machen. Komm, müssen wir hin? Hm, komm her. Nein! Doch, stiller Wald. Das könnte auch die richtige Richtung sein, oder bin ich verrückt? So, Ori, lauf! Dann machen wir das Leben rein. Weiß ja nie, was auf uns zukommt, ne? Hier ist das der Muster. Der Muster sein, wie der aus dem Stein startet, wo wir die Augen reingesetzt haben. Ziemlich cool. Oh, und ein Geist in meinen Sumpfland? Die Moki hatten recht, ich wollte ihnen glauben. Aber es war so lange her. Ich bin Kolok. Ich heiße dich in meinem Sumpfland willkommen, mein Kleines. Moki sagt, du suchst deine Freunde, eine Eule. Sie ist weit im Osten runtergefallen. Oh,
stille Wald hat sie in seinen Klauen. Wo es keine Eulen mehr gibt. Einst führte der Wasserweg hinter mir dorthin, doch das Wasser wurde faul und unpassierbar. Jedoch gibt es einen Weg im Westen des Brunnenquells, bedeckt sich eine große Wassermühle. Solltest du wieder zum Laufen bringen, würde das Wasser wieder klar fließen. Ich würde dich begleiten, aber die Moki brauchen mich. Doch ich kann dir etwas geben. Ein Fragment des uralten Lichts, das einst diese Wildnis erleuchtete. Ja, was ist es? Ein Sternchen. Nee. Stimme dich durchs gefährliche Land führen. Ich bin die Stimme des Waldes. Es ist lange her, dass ich deinesgleichen sah. Und es ist lange her, dass ich das Moor verlassen habe. Aber ich werde mein Bestes tun. Der Brunnenquell braucht unsere Hilfe. Ich gehe zum Brunnenquell und erinnere das Wasser daran, dass es fließen muss. Hui, das ist mal ein Stückchen weit weg wieder, ne? Super. Ja, da gehen wir hin. Kein Problem. Stimme des Waldes, deine Maximalkapazität für Leben und Energie hat sich erhöht. Ach, guck mal. Cool. Bring die Mühle wieder in Gang. Was kann Kolok mir noch irgendwas erzählen? Die Mühle steht still, ihr großes Getriebe. Repariere, was sie plagt, damit das Wasser fließen kann. Super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, auch für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch. Bis dann.